Die deutsche Meisterschaft zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Die Ausgangssituation klar, die Bayern mit einem Punkt hinter Wolfsburg in der Tabelle und mit großen Personalsorgen in dieses Spiel gegangen. Dementsprechend auch die grünen Wölfinnen von Beginn an offensiv unterwegs. Svenja Hut, 8. Minute, 1:0 für den VfL. Die frühe Führung durch Svenja Hut, super gemacht von ihr in dieser Situation, legt sich den Ball auf den linken Fuß und schließt dann perfekt ab, genau ins Kreuzeck. Keine Chance für Janina Leitzig. Die Bayern, wie gesagt, arg ersatzgeschwächt. Spielten aber gut mit Tabea Wasmuth, hier fast mit dem Eigentor in Minute 24. Wenige Augenblicke später ging es dann wieder in die andere Richtung, über Jons Dottir, vorbei an Sandra Zehl. Dann hat sie den Kopf oben, in der Mitte ist Rauch, aber Clara Bühl ist zuerst am Ball. Dann ein bisschen Larifari bei den Bayern in der Hintermannschaft, aber sie kriegen den Ball erstmal geklärt. Ja, erstmal, denn sofort der nächste Angriff, der Wolfsburg-Walze. Svenja Hut kommt mit der Flanke und Tabea Wasmuth macht das 2:0. Dachten für ein paar Sekunden alle, aber dann gab es den Pfiff von Schiedsrichterin Wildfeuer. Sie hat ein Handspiel von Wasmuth gesehen. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Blieb aber trotzdem beim 1:0. 33. Minute. Jons Dottir beordert ihre Mitspielerinnen in die Mitte für einen weiten Einwurf. Der ist dann auch wirklich weit. Alexandra Popp mit der Verlängerung und Wedemeyer mit dem 2:0. Nach einer guten halben Stunde. Wedemeyer mit ihrem ersten Saisontor. Sie hätte sich kein besseres Spiel dafür aussuchen können. Ist ihr gedankenschneller als Janina Leitzig im Tor und Julia Quinn beim Verteidigen. 2:0 für den VfL. Und die machten weiter. Abstoß Vigo Stottir, der kommt aber prompt zurück auf den Fuß von Tabea Wasmuth. Das nächste Traumtor. Wieder ist es das rechte Kreuzeck. 3:0 VfL, 39. Minute. Die Bayern wurden jetzt auseinandergenommen. Man muss es relativieren. Denen fehlen so viele Leute aufgrund von Verletzungen und auch Corona-Infektionen. 3:0 der Halbzeitstand. Tabea Wasmuth noch relativ, ja, überschaubar. Ihr Gesichtsausdruck, der bei Scheuer, der zeigt schon einiges an Resignation. In den zweiten 45 Minuten mühten sich die Bayern, kamen aber nicht wirklich zu Chancen. Stattdessen wieder der VfL, 77. Das 4:0 durch Alexandra Popp. Feierte vor kurzem erst ihr Comeback nach langer Verletzungspause. Jetzt für die wichtigen Wochen in dieser Saison ist sie wieder mit dabei. Hier mit diesem wunderschönen Flugkopfball. 82. Minute, Eckstoß für den VfL und dann Oberdorf. Die hatten nicht genug, die wollten jetzt mehr und sie bekamen mehr. 5:0. Runas Dottir, mittlerweile im Bayern-Tor, zur Halbzeit für Leipzig eingewechselt, machte hier keine gute Figur. Und immer noch nicht Schluss, Nachspielzeit, Eva Pajor, das 6:0 für Wolfsburg. Auch sie war so lange verletzt. Heute ihr erstes Ligaspiel wieder und gleich das Tor. Und jetzt brach alles raus mit dem Schlusspfiff. Das 6:0. Wolfsburg fertigt die Bayern ab und ist damit quasi deutscher Meister. Die Enttäuschung bei Jens Scheuer und den Bayern natürlich riesengroß. Tränen bei Jovana Damjanovic auf der anderen Seite. Party, Party, Party. Und eine überglückliche Alexandra Popp.